hat es verpasst, auch der zweite Matchback, das mal die Heiz verwerten. Statt zu einem grossen Fest kommt es jetzt also zur alles entscheidenden Partie am Freitag in der SGA, zur sogenannten Bell. Wie die Mannschaft mit dieser Situation umgeht, hört ihr jetzt. Bei mir steht der Captain Patrick Gehring. Wie sieht deine Analyse aus nach dem heutigen Spiel? Ja, ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht, außer das Wichtigste. Ich glaube, die Goal hat sicher gefällt. Und, ja, ist sicher enttäuschend. Aber nichtsdestotrotz, es geht weiter. Wir haben gewusst, es kann eine lange Serie werden. Jetzt geht es über 7 Spiele und ja, in 48 Stunden geht es weiter. Wenn man nur die ersten Drittel betrachtet, steht es gesamthaft 2-8 für Lugano. Von außen kann man natürlich immer einfach beurteilen und sagen, ja, das muss doch irgendwie möglich sein. Was ist das Rezept, das fehlt in dem ersten Drittel? Ja, wir müssen sicher einfach ihre Intensität matchen. Ich glaube, wir kommen zu wenig hart raus, beziehungsweise einfach nicht so hart wie sie. Und, vor allem bringen sie dann einfach einen rein und ich glaube, es würde uns gut tun, wenn wir mal ein Goal schiessen würden. Aber eben, das Spiel geht 60 Minuten, wir sind zweimal dort zurückgekommen, nachher das dritte Mal leider nicht mehr. Und ja, so ist ja mein Hockey. Es war schade, aber für schauen. Wie wichtig ist der Faktor Strafe? Ja, Strafe ist sicher auch etwas essentiell. Ich glaube, es ist auf dem Niveau kann natürlich ein Powerplay entscheiden. Heute haben wir, glaube ich, 1-1 gespielt und ja, ich glaube, alles in allem gesehen sind wir dort disziplinierter wie auch schon, aber ja, wir müssen es ganz ausmerzen natürlich. Die Chance, die Heimmeister zu werden, die ist passé. Ich glaube, es braucht einen Moment, um es zu verdauen. Ab wann ist der Blick wieder nach vorne gerichtet? Ja, ich glaube, jetzt 10 Minuten tun wir uns, ja, kannst enttäuscht sein, aber eben, es geht weiter und wir wissen, wir haben noch Energie, wir wissen, dass wenn man das Spiel anschaut, dass wir eigentlich wirklich eigentlich können überzeugen bzw. viel mehr für das Spiel machen. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir sie reinwürgen können. Weil schlussendlich zählt nur das und das andere bringt nichts. Aber eben, darum müssen wir vorher schauen und es geht weiter. Phil, wie ist deine Gefühlslage nach dem heutigen Spiel? Ja, sicher nicht gut. Ich denke, ja, niemand ist zufrieden mit der Niederlage. Aber wir müssen jetzt weiter schauen, Spiel 7 auf Lugano und ja. Wir analysieren ja viel euch, aber jetzt nimmt es mich am Wunder, wenn der Gegner Lugano analysiert. Was haben sie allenfalls einfach auch gut gemacht heute? Ja, sie haben sie reingehauen, wir nicht. Das Momentum ist jetzt eigentlich schon klar bei Lugano. Wie fest ist das vielleicht sogar eine Chance, dass man kann sagen, wir gehen jetzt als Underdog vielleicht ins Game 7 nicht, Bell? Ich denke, schlussendlich ist es für beide die gleiche Situation. Ein Spiel, der gewinnt, hat gewonnen. Darum, ja, es ist Hockey, also es ist wirklich das alte Spiel 7, aber wir gehen jetzt nicht runter und machen alles das Beste. Ein Stichwort zum Schluss, was braucht es für den letzten Sieg? Ein Goal mehr wie Lugano. Dabei wünsche ich mir euch viel Erfolg, merci.